der großen Berufungen, die ich wirklich vom Herrn empfangen habe, ist, Menschen auf das Wort Gottes aufmerksam zu machen. Christen auf das Wort Gottes aufmerksam zu machen. Christen einfach eine Liebe zum Wort Gottes zu vermitteln. Einfach zu sagen, du kannst deine Lust am Wort Gottes wirklich haben. Das Wort Gottes spricht zu dir. Es ist ein lebendiges Wort. Es ist ein Wort, was dir Kraft gibt. Es ist ein Wort, was ganz tief in dir empfangen werden kann, dass du, selbst wenn du es nicht als lesbares Buch in den Händen hältst, dass es dir wirklich in Zeiten von Not und Bedrängnis und von wirklich schwierigen Sachen, dass es zu dir spricht. Dass du das abrufen kannst in deinem inneren Menschen. Und so habe ich immer mir schon angewöhnt, die Dinge, die ich in der Bibel gelesen habe, aufzuschreiben. Die Zeugnisse, die ich mit dem Herrn erlebt habe, mir zu merken. Wir sind sehr vergesslich. Wir denken dann an Zeiten, die zurückliegen, zurück und sagen, ja, da war doch mal was. Aber ich möchte wissen, wie ist der Herr mit mir unterwegs? Was hat er mir gesagt? Was hat er mir in seinem Wort offenbart? Wo gibt es etwas, wo ich ablesen kann, wie meine geistliche Entwicklung ist? Wo kann ich sehen, wo mein Glaube gewachsen ist? Wo kann ich ablesen quasi, was er mir an besonderen Rhema-Worten gegeben hat? Ich habe teilweise in den Mitschriften von Predigten das Datum mir dazu geschrieben, damit ich immer nachlesen kann, was hat der Herr mir Besonderes gesagt. Und abgesehen davon, die Dinge, die ich mir aufgeschrieben habe, die ich erkannt habe, die ich gehört habe, die ich gelesen habe, die ich mir dann aufgeschrieben habe, sie sind ganz besonders in meinem inneren Menschen angekommen. Ich kann darauf zurückgreifen. Ich kann aus diesem allem wirklich nehmen und sehen, wie der Herr mit mir unterwegs ist. Besondere prophetische Worte, die ich von anderen Menschen bekommen habe. Ich habe sie mir alle aufgeschrieben. Damals, als ich manche Worte bekommen habe, habe ich gedacht, hey, das ist so unmöglich, das ist so komisch, das weiß ich gar nicht, wie das zustande kommen wird. Und doch, ich habe sie mir aufgeschrieben und heute, wenn ich sie lese, dann kann ich sehen, wie der Herr sie wirklich in Existenz gebracht hat. So meine Aufforderung heute an dich ist die, mach es dir nicht so einfach, sondern halte fest, was der Herr dir ganz persönlich gibt. Halte fest, was er jetzt gerade ganz persönlich zu dir spricht. Halte das fest, indem du es dir aufschreibst. Und dass du mal nachblättern kannst, dass du mal sehen kannst, ach ja, da hat der Herr schon mal das Gleiche gesagt. Da habe ich schon mal ein Erlebnis mit Jesus gehabt. Da habe ich schon mal mit dem Heiligen Geist in einer besonderen Situation gestanden und er hat mir geholfen, er hat mir Weisung gegeben. Wenn du das machst, wirst du sehen, dass sich dein Leben, dein Glaubensleben wirklich sichtbar ablesen lässt, wo du einen Zugewinn bekommen hast durch den Herrn, dass du dazu gewonnen hast an wirklicher, echter Tiefe des Wortes Gottes, was er zu dir spricht, was du in Predigten hörst und was du ganz persönlich in der Bibel, in deiner Zeit mit Gott hörst und empfängst. Gott hat mehr für dich.